Es geht hier nicht um die Parteifreunde, sondern es geht um das Flüchtlingschaos, das in erster Linie von der Innenministerin verursacht wurde. Die Kritik, die ich noch einmal wiederhole, ist, dass es kein Zustand ist, wenn unregistriert zigtausende Flüchtlinge nach Österreich kommen. Ein klares Versagen der Innenministerin, denn wenn am Flughafen Wien-Schwechat pro Jahr 22 Millionen Fluggäste registriert werden, dann muss es auch möglich sein, dass 80.000 Flüchtlinge registriert werden. Das ist schon ein Chaos, das eigentlich unvorstellbar ist, 22 Millionen zu registrieren und 80.000 nicht zu registrieren, ist ein untragbarer Zustand. Der zweite Punkt ist, dass der Bürgermeister Dreisker, und mit dem habe ich sehr intensiv gesprochen, seit Monaten dem Innenministerium anbietet, in der Gemeinde Container aufzustellen. Man hat das Angebot nicht angenommen, seit Monaten nicht angenommen und öffnet jetzt die Kaserne. Und das halte ich für absolut den falschen Weg und das kann ja aus logischen Dingen so gar nicht passieren. Traumatisierte Kriegsflüchtlinge in einer Kaserne unterzubringen, ist ja absolut der falsche Weg, wenn man noch dazu einen Bürgermeister hat, der sehr kooperativ ist und eine Containerlösung außerhalb der Kaserne in der Gemeinde anbietet. Das hat er nachweislich getan. Es hat Gespräche gegeben. Man hat das nicht angenommen. Also da greift sich ja der Durchschnittsbürger nur mehr auf den Kopf. Das gibt es weder in Deutschland, das gibt es weder in Schweden. Das gibt es ja nur hier durch die Innenministerin, dieses Chaos, das hier verursacht wurde. Nicht zu registrieren, Kasernen zu öffnen, obwohl ich Angebote habe von einem Bürgermeister, dass in der Gemeinde Container aufgestellt werden und Flüchtlinge untergebracht werden. Der dritte Punkt ist, dass Bruck-Neudorf 3000 Einwohner hat und da muss man schon, das sagt ja auch Amnesty International und eigentlich alle vernünftigen Menschen, dass man in einer Gemeinde mit 3000 Einwohnern nicht 400, 500 Flüchtlinge unterbringen kann. Das ist jenseits der Toleranzgrenze der Bevölkerung der absolut falsche Weg. Das Asyl und vor allem das Flüchtlingschaos wird weiter fortgesetzt und erreicht einen Höhepunkt.